bin ja jetzt hier am Strand und kann theoretisch auch ganz viel Vitamin D produzieren, weil UV-Licht auf meine Haut kommt. Vorausgesetzt, ich bin nicht eingecremt. Aber in meinem Jahrgang ist die Produktion von Vitamin D quasi auf ein Minimum reduziert, sodass ich selbst bei solch einer Sonneneinstrahlung wie hier jetzt am Strand kein wesentliches Vitamin D mehr produzieren kann. Deswegen, jeder, der sag mal, mit meinem Jahrgang und auch schon eigentlich ab 40 Jahren zwar viel in der Sonne ist, hat keinen vernünftigen Vitamin D-Spiegel. Vitamin D-Spiegel, die vernünftig und physiologisch, ernährungsphysiologisch sinnvoll sind, beginnen ab 60 Nanogramm pro Liter. Dasselbe gilt im Übrigen auch für Kinder. Kaum ein Kind hat das ganze Jahr durch einen vernünftigen Vitamin D-Spiegel. Deswegen ist eine durchgehende Substituierung und Einnahme sinnvoll mit regelmäßiger Kontrolle, ob die Dosierung passt.